Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, mit einem neuen Video zu GTA 5 Online. Und zwar gibt es heute mal wieder eine neue Top 5 Liste. Heute nichts zu Fahrzeugen, nein, denn heute gibt es passend zu GTA Online 5 Wege, um in GTA 5 Online gebannt zu werden. Ihr müsst wissen, ich spiele jetzt GTA Online im November seit 4 Jahren und GTA 5 generell im September seit 5 Jahren. Und tatsächlich wurde ich noch kein einziges Mal in GTA 5 Online gebannt. Da bin ich auch wirklich stolz drauf. Aber das liegt auch vielleicht daran, dass ich nichts von diesen 5 Wegen gemacht habe, die heute in dem Video beschrieben werden. Denn wenn du eine von diesen 5 Dingen schon mal gemacht hast, beziehungsweise aktiv machst, dann würde ich empfehlen, hör damit auf, weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass du gebannt wirst. Ja, von daher könnte man dieses Video auch irgendwie so als kleinen hilfreichen Tipp irgendwie verkaufen. Weiß ich nicht. Also, dass du halt weißt, was du nicht machen solltest in GTA Online, ne? Damit du nicht gebannt wirst. Von daher würde es mich natürlich auch mega freuen, wenn du das Video einfach mit deinen Freunden und Kollegen teilst, weil ich bin mir sicher, dass auch die, ja, nicht gebannt werden wollen. GTA 5 Online. Ja, jetzt würde ich aber sagen, bevor wir hier noch mehr über das Zeug reden, lasst uns mal direkt mit dem Video anfangen. Und da haben wir auf der Nummer 1 von den 5 Wegen, um in GTA Online gebannt zu werden, die natürlich, ist es ziemlich offensichtlich, Money Glitches. Money Glitches möchte Rockstar Games natürlich nicht sehen. Den GTA 5 Online. Aber erstmal, was ist denn ein Money Glitch? Ich denke, natürlich jedem sollte dieser Begriff geläufig sein, Money Glitch, aber es gibt natürlich auch welche, die nicht wissen, was das ist. Ist aber auch gar nicht weiter schlimm. Money Glitch ist halt einfach ein Glitch, wie der Name schon sagt, also ein Fehler im Spiel, den man dafür ausnutzt, um an Geld zu kommen. Ja, da gab es wirklich in den fast 5 Jahren, weil es GTA 5 Online existiert, viele kreative Wege, wie man so einen Money Glitch machen konnte. Ganz früher, da weiß ich noch, können sich einige dran erinnern, gab es zum Beispiel so ein Money Glitch, dass du einfach nur ein Rennen fahren musstest und ihr wisst ja, in GTA 5 Online kann man Wetten abschließen und wenn dann jeder irgendwie eine Wette von $10,000 auf sich gesetzt hat, dann konnte man einfach dieses Rennen fahren und am Ende hast du, glaube ich, $100,000 oder sowas bekommen und dafür musstest du nur ein einziges Rennen gewinnen. Also das war natürlich mega easy. Dann gab es noch welche mit einem Panto und einer Garage zum Beispiel, dass man den Panto kaputt machen muss und wenn er dann gerade raucht irgendwie, musst du noch in die Garage reinfahren und wenn du das schaffst, dann hast du den dupliziert, dann, Stichwort hier duplizieren, wurden so gesehen die Money Glitches revolutioniert, weil mit den neuen Clubhäusern und so weiter konnte man dann wirklich ein paar kreative Money Glitches machen und das möchte halt Rockstar Games natürlich nicht, weil Rockstar Games möchte natürlich, dass ihr selber das Geld zum Beispiel für GTA Online selber erspielt, denn ihr wisst es ja, Rockstar Games verdient das meiste Geld mit Sharkcards und deswegen sind die DLCs auch für uns alle kostenlos. Aber weil sie ja kostenlos sind, sind die Preise in dem DLC von den Autos und so weiter so enorm hoch, damit halt die Spieler Sharkcards kaufen bei Rockstar Games und so natürlich das Geld dafür sich, schneller ein bisschen hoch. Aber wenn jetzt einer mit einem Money Glitch daherkommt und dafür sorgt, dass man überhaupt gar keine Sharkcard im Leben mehr kaufen muss, dann gefällt das Rockstar Games natürlich nicht und das ist natürlich ein Grund, gebannt zu werden. Der zweite Grund, der ist hier auch wieder ein bisschen offensichtlich, keine Sorge, die Gründe danach sind nicht mehr so offensichtlich. Tatsächlich sind da zwei bei, wo ich mir sicher bin, dass das den ein oder anderen nochmal überrascht. Das sind nämlich nochmal hier auf dem zweiten Platz die Modder. Modder kennen wahrscheinlich alle und hassen auch alle. Ja, Modder gibt's, upsala, Modder gibt's viel in GTA 5 am häufigsten auf der PS3, der Xbox 360 und dem PC und Modder sind immer ziemlich verschieden. Einige benutzen nur Mods, um Spaß zu haben, das bedeutet, das wirkt sich nicht auf die anderen Spiele aus, dann gibt es aber noch solche, ich sage einfach mal, ja, wenn man das hier mal negativ ausdrückt, mit Aimbots zum Beispiel, die dich die ganze Zeit erschießen, welche, die dir all dein Geld wegnehmen, welche, die irgendwelche, weiß ich nicht, dir Wände vor die Garage bauen, dass du nicht mehr rein und rauskommst, dich permanent erschießen. Es gibt wirklich viele Modder, ja, und das mag Rockstar Games natürlich auch gar nicht, denn diese Modder können natürlich auch Geld modden. Abgesehen davon, dass sie auch das Spiel zerstören können, können sie natürlich auch Geld modden und das, wie gesagt, können wir ja schon von Punkt 1 ableiten, mag Rockstar Games einfach nicht. Die krasse Sache ist aber, man wird natürlich gebannt, wenn man ein Mod-Menü auf dem PC zum Beispiel nutzt. Aber das Krasse ist, teilweise werden sogar wirkliche Menschen angezeigt von Rockstar Games, weil sie Mod-Menüs verkauft haben. Das bedeutet, da haben Spieler mit Hilfe von GTA 5 Geld verdient, wovon aber Rockstar Games nichts mitbekommen hat. Also weder die Informationen mitbekommen hat, noch irgendwie Geld oder sowas mitbekommen hat. Das bedeutet, man hat so gesehen eher sehr illegal Geld verdient, was
man natürlich nicht darf. Auch Mod-Menüs zum Beispiel zu verkaufen, das ist auch illegal und strafbar. Da habe ich aber auch mal ein Video drüber gemacht, könnt ihr euch ja hier auf dem Kanal mal anschauen. Das war sogar noch recht aktuell, ich glaube vor einem Monat, eineinhalb Monaten ungefähr habe ich hier darüber berichtet. War auf jeden Fall eine krasse Sache, von daher Mod-Menüs solltet ihr auch Tunix natürlich vermeiden. Jetzt kommen wir mal aber zu der Nummer 3 und die, muss ich sagen, hat mich persönlich auch überrascht und ich bin mir sicher, dass sie euch auch überraschen wird. Wenn man zu oft AFK geht, dann kann man gebannt werden. AFK wissen vielleicht die meisten, was das heißt, einige wissen es vielleicht nicht. AFK ist Englisch, ist eine Abkürzung, heißt Away from Keyboard und auf Deutsch übersetzt heißt das weg von der Tastatur, beziehungsweise weg von der Konsole. Man ist gerade nicht da, weil man zum Beispiel, weiß ich nicht, gerade unten ist bei seinen Eltern Kuchen essen oder die Wäsche holen oder sich gerade Essen machen ist oder auf Toilette gehen muss. Also AFK heißt einfach nur, dass du nicht vor der Konsole bist. Und ihr wisst es ja, in GTA 5 Online ist es so, wenn du 15 Minuten den Controller nicht berührst, benutzt, irgendwie was damit machst, das heißt, wenn 15 Minuten der Controller einfach so rumliegt und dein GTA Online-Charakter nur rumsteht, dann wirst du aus der Lobby gekickt, ist einfach dafür da, dass die Lobby sich nicht füllt mit Leuten, die AFK sind. Aber wenn ihr wirklich zu oft AFK geht, dann könnt ihr halt, wie gesagt, gebannt werden. Wenn ihr jetzt 15 Minuten wartet, dann werdet ihr aus der Lobby gekickt. Aber danach könnt ihr natürlich in eine neue Lobby reingehen. Aber wenn ihr dann da wieder auch 15 Minuten rumsteht, dann werdet ihr auch wieder gekickt. Dann könnt ihr in eine neue Lobby reingehen, 15 Minuten rumstehen, gekickt. Und das geht natürlich immer so weiter und so fort. Und wenn man das halt wirklich zu oft macht, dann kann man dafür auch gebannt werden. Aber da muss man sagen, man wird nur eine Woche ungefähr gebannt. Also man wird jetzt nicht lebenslänglich gebannt, weil es ist halt nicht so ein krasses Vergehen. Aber Rockstar Games denkt sich halt, yo, es geht nicht, der muss es ja irgendwie lernen, dass er nicht die ganze Zeit in die Lobby reingehen soll und dann wieder rausgekickt werden soll. Also, wir sind jetzt erstmal für 7 Tage gebannt. Auf der Nummer 4, ihr könnt auch einfach so gebannt werden. Und das ist auch gar nicht mal so unwahrscheinlich, passiert nämlich wirklich alle 2 Monate relativ häufig. Letztens ist es wieder passiert, vor, ich glaube, 2-3 Wochen ungefähr war das. Da wurde man zwar nicht gebannt, aber tausende von Spielern haben teilweise alles verloren, was sie in GTA Online hatten. Das bedeutet, alle Autos waren weg, alle Immobilien waren weg, alle Waffen waren weg. Das ganze Geld war weg, alles war einfach weg. Es gab auch Leute, die hat es weniger schlimm getroffen, da waren zum Beispiel nur alle Waffen weg. Ist natürlich auch scheiße. Aber wie gesagt, ihr könnt manchmal aus heiterem Himmel gebannt werden, ohne irgendwas Böses gemacht zu haben von den anderen Punkten hier auf der Liste. Aber da muss man sagen, das ist jetzt hört sich nur schlimm an. Denn wenn ihr tatsächlich einfach so gebannt werdet und wisst, yo, ich habe nichts gemacht, dann könnt ihr den Rockstar Games Support anschreiben und dann habt ihr eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr wieder entbannt werdet. Aber Leute, warum passiert das denn, fragt ihr euch vielleicht. Nun, ihr wisst es ja, es gibt das Anti-Cheat-System von Rockstar Games und da auch meistens vor oder nach einem DLC überarbeitet Rockstar Games immer dieses Anti-Cheat-System und naja, das hat irgendwie noch nie so wirklich funktioniert, weil immer wenn Rockstar Games das Anti-Cheat-System überarbeitet, werden erstmal tausende Spieler wirklich gebannt aus GTA Online, weil dieses Anti-Cheat-System denkt, oh yo, guck mal, der da, der cheatet in GTA Online, den müssen wir rauswerfen, der muss gebannt werden und deswegen ist es einfach relativ häufig, dass wirklich viele, viele Spieler gebannt werden, einfach weil das Anti-Cheat-System überarbeitet wird, Rockstar Games hier und da was Falsches eingestellt hat und deswegen, wie gesagt, es hört sich natürlich jetzt schlimm an, oh nein, ich wurde gebannt und ich habe nichts gemacht, aber wenn halt wirklich wieder so eine Bannwelle umgeht, wo halt Rockstar Games wieder das Anti-Cheat-System aktualisiert hat, dann mache ich erstens darüber immer ein Video, das bedeutet, wenn ihr gebannt werdet und dann irgendwie einen Tag später oder so hier ein Video auf dem Kanal seht, dann wisst ihr, ihr seid nicht die Einzigen und dann wisst ihr auch, yo, ich kann jetzt einfach dem Rockstar Support schreiben und mit etwas Glück werdet ihr dann wieder entbannt, aber ihr solltet natürlich wirklich sicher gehen, dass ihr wirklich nicht gegen die Regeln verstoßen habt. Also wenn ihr jetzt mal einen Money Glitch gemacht habt, dann gebannt werdet und dann schreibt, yo, entbannt mich mal wieder, ich bin voll der nette Spieler, dann guckt sich das Rockstar Games natürlich an und dann sehen sie, yo, der hat unter Umständen wirklich Money Glitches benutzt und dann bleibt ihr gebannt. Das bedeutet, ihr könnt den Leuten nur schreiben, wenn ihr wirklich hundertprozentig sicher seid, dass ihr niemals gegen die Regeln verstoßt habt. Ja, und auf der Nummer 5 hier am Ende haben wir tatsächlich Modder und ich weiß, was ihr jetzt denkt, hä, Modder, das hatten wir schon auf Platz 2, ja, das stimmt, aber jetzt beziehen wir uns auf andere Modder in der Lobby. Wenn ich jetzt nämlich als legaler Spieler zocke, bla bla bla, dann gehe ich so durch die Stadt und ich sehe auf einmal so, oh krass, da liegt ja so eine Money Bag und die Geldtasche liegt da nicht einfach so rum, weil Rockstar Games hat sich nicht gedacht, boah, die Straße ist so schön, wie könnte man sie noch schöner machen? Ah, wir schmeißen einfach mal eine Geldtasche hin. Nein, diese Geldtasche liegt da, weil ein anderer Modder sie da hingelegt hat. Und tatsächlich, wenn jetzt ein Modder zum Beispiel Money Drops macht, kennen wahrscheinlich auch einige von euch, also einfach Geldtaschen hinwirft und ihr die Geldtaschen einsammeln würdet, dann würdet ihr natürlich erstens ziemlich viel Geld bekommen, aber zweitens ist das Ganze immer noch verboten und dafür könnt ihr auch gebannt werden. Auch wenn ihr selber nicht gemoddet habt und auch sonst irgendwie nichts Böses gemacht habt, ihr habt halt dieses Geld eingesammelt und Rockstar Games sagt da dann auch ganz klar, yo, das ist Geld, was du nicht haben darfst,
Das Anti-Cheat-System schlägt an und du bist gebannt. Aber hier muss man auch sagen, hier gibt es nochmal zwei verschiedene Fälle. Der erste Fall ist nämlich, ein Modder wirft einfach Geld zum Beispiel auf den Flugplatz. Du bist gerade am Flugplatz bzw. an einem Flughafen und siehst, yo, da sind Moneybags und weißt, wenn du die einsammelst, kriegst du Geld. So, wenn du jetzt da einfach hinläufst, dann muss man ja wirklich sagen, du bist da ganz gezielt hingelaufen und wusstest, yo, so kann ich mir Geld verdienen. Das bedeutet, du hast ganz bewusst gegen die Regeln verstoßen. Das bedeutet dann, du wirst nicht mehr entbannt. Also, ja, wenn du das dann zum Beispiel Roxy Games erklären willst, dann sagen die, yo, aber du wusstest ja, dass du das nicht darfst, du darfst es nicht aufsammeln, Pech gehabt, du bleibst gebannt. Dann gibt es aber noch den anderen Fall, nämlich, dass dir der Modder das Geld einfach überweist und da kannst du wirklich nichts gegen tun. Du läufst dann einfach rum und dann siehst du oben rechts einfach, wo das Geld angezeigt wird, yo, krass, du hast jetzt, weiß ich nicht, sagen wir 100 Millionen Dollar überwiesen bekommen und du weißt nicht von wem, du weißt nicht warum, du weißt einfach nur, dass es jetzt auf dem Konto ist. Das bedeutet, da bist du ja wirklich unverschuldet, weil der Modder hat dir dieses Geld überwiesen. Da brauchst du dann einfach nur ein bisschen Glück, dann schreibst du das den Leuten bei Roxy Games, dass du wirklich nichts dafür konntest und wenn die sich das dann nochmal genauer ansehen und dann wirklich nachvollziehen können, yo, er hat das Geld wirklich nicht selber angesammelt, dann wirst du auch wieder mit, wie gesagt, etwas Glück entbannt. Aber gut, das war es jetzt auch mit den 5 Wegen in GTA 5 Online gebannt zu werden. Ich würde dir jetzt natürlich vorschlagen, keinen dieser 5 Wege jemals auszuprobieren, weil in den meisten Fällen geht's schief und ja, einfach von diesen 5 Wegen fernhalten, nichts in der Richtung machen, dann wirst du nämlich auch nicht gebannt und kannst weiter Spaß an GTA 5 Online haben. Apropos Spaß, wenn dir dieses Video hier Spaß gemacht hat, dann kannst du mir das natürlich gerne zeigen mit einem Daumen nach oben oder auch einem positiven Kommentar und teilen kannst du dieses Video auch mit deinen Freunden und Kollegen. Und bis wir uns jetzt wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche und ciao.